Auf der Gynäkologie behandelt Ärztin Christina Trautner eine 22-jährige BWL-Studentin. Die junge Frau befürchtet, schwanger zu sein und ist zur Abklärung in die Sprechstunde gekommen. Seit 4 Wochen habe ich meine Periode nicht mehr bekommen. Ich kann es nicht verstehen. Ich bin, die letzte Prüfung ist morgen. Was hast du für eine Prüfung? Meine Abschlussprüfung. No, da kann ich mir vorstellen, dass du Stress hast. Ich habe sehr, sehr viel Stress und Schwangerschaft kann ich mir im Moment gar nicht leisten. Mhm. Aber du könntest theoretisch schwanger sein. Es könnte sein. Ja. Mhm. Okay. Das heißt, wir machen jetzt einfach, bevor wir alles andere erklären und abklären, das Allerwichtigste, wir machen einen Test im Blut und gucken, ob es überhaupt soweit ist. Es gibt verschiedene Gründe, warum Frauen plötzlich mal keine Periode haben. Gewichtsschwankungen nach oben oder unten, Schilddrüsenveränderungen, Stoffwechselveränderungen, Diabetes, Stress, den sie hat, so wie es ja in ihrem Fall war. Das sind alles Faktoren, die dazu führen können, dass eine Periode nicht pünktlich eintritt. Aber 8 Tage nach dem Ausbleiben sollte man dann schon mal testen. Während die Studentin auf ihre Laborergebnisse wartet, eilt Christina Trautner schon zu ihrer nächsten Patientin. Eine hochschwangere Frau und deren Ehemann haben einen Termin in der Klinik. Dass die werdende Mutter ihrem Ehemann allerdings etwas Gravierendes verschweigt, stellt das Klinikteam schnell vor ein großes Problem. Okay. Ist das erste Mal? Das ist das erste Mal, ja. Und jetzt sind Sie ein bisschen schisserig, oder was? Ja, ein bisschen. Und Ihr Mann hat schon ganz rotes Gesicht. Ich weiß gar nicht, wer mehr aufgeregt ist, Sie oder ich. Ja, es drückt auch schon ganz schön. Ja, ist schon ganz echt? Schön, ja. Hilfe, 37. Woche. Wo ist denn der Mutterpass? Wo ist der Mutterpass denn? Ach, oh Gott, ja. Moment, ich mache da eh noch mal was nach. Ich habe mich total vergessen. Ah, den brauchen wir aber eigentlich. Dass die hochschwangere Floristin ihren Mutterpass vergessen hat, ist weder ein Zufall noch ein Versehen. Dabei stehen in dem kleinen Heftchen wichtige Informationen, die für die Geburt von Janinas und Saschas erstem Kind noch eine lebensentscheidende Rolle spielen werden. Und wie weit sind Sie mit der Vorbereitung? Ja, ja doch, läuft schon gut. Ist schon alles fertig. Der Mann hat schon die Windeln besorgt. Ja, ich bin da. Hat schon mal fleißigen Wickelkurs gemacht. Aber wir haben schon alles, Gott sei Dank. Herr und Frau Fischer kamen heute zu uns auf Station, weil sie sich den Kreißsaal ansehen wollen. Das machen halt viele junge Paare, die gerade Eltern werden, um zu sehen, auf was sie sich einlassen. Aber was da nachher alles noch im Kreißsaal passiert ist, damit hätte ich zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht gerechnet. Zunächst startet die Besichtigung wie geplant. Doch kurz darauf soll sich der Routinetermin zu einer lebensbedrohlichen Situation für die Mutter und das ungeborene Kind entwickeln. Weitere Details erklärt Ihnen gerne die Ärztin. Sie können ruhig hier noch einen Schritt rumkommen. Fragen wenn Sie so möchten. Ruhig, ne? Genau. Was Sie wissen wollen. Okay, je. Also, Frau Fischer, beatmen Sie mal ruhig schnell. Einmal Handschuhe an, Frau Doktor, Handschuhe. Nehmen wir eben die CTG. Zunächst habe ich in der ersten Sekunde gedacht, sie hat eine Kreislaufproblematik. Aber dann konnte ich sehen, innerhalb von wenigen Sekunden, dass sie massiv eine vaginale Blutung hatte. Und da war ganz, ganz schnelles Eingreifen erforderlich. Haben Sie Schmerzen? So, Ihr Mann ist da. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was hier los ist. Okay. Ihr Mann ist da. Blut abnehmen? Blutabnahme? Irgendwas? Mit TG? Gut, ist das gesagt? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall Ultraschall und das Kind an. So schnell. Komm, schnell. Wir haben zunächst versucht, die Frau Fischer zu stabilisieren, dann Ultraschall draufhalten, gucken, lebt das Kind, was ist mit der Plazenta und dann ganz schnell handeln. Die Zeit läuft. Kinders, wir können alles beenden. Ist das eine Plazenta Previa? Das heißt, wir müssen notfallmäßig jetzt eine Sektion machen, damit Ihr Kind das gut schafft. Das war schon ungewöhnlich, dass eine Patientin in der 37. Schwangerschaftswoche scheinbar nichts von einer Plazenta Previa weiß, die man in der heutigen Zeit sofort im Ultraschall entdeckt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die behandelnde Gynäkologin das übersehen hat. Die Plazenta versperrt uns den Weg. Okay. Also mit dem Kind ist alles gut. Das Kind ist noch gut dabei, machen Sie keine Sorgen, aber wir müssen könnte eben Bescheid sagen. Die Gebärmutter hat eigentlich hier oben die Plazenta sitzen, sodass das Kind in Ruhe später unten durch kann. Bei der Frau Fischer war es so, da hat die Plazenta komplett hier vorgelegen. Ein Durchtritt nach unten geht nicht. Wir werden Ihre Frau jetzt zum OP fahren. Eigentlich war die Schwangerschaft laut der 29-Jährigen bisher unproblematisch und die Geburt ihres Babys erst in 3 Wochen geplant. Nun wird das Kind völlig überstürzt bereits in wenigen Minuten das Licht der Welt erblicken, wenn im OP alles gut geht. Besonders der werdende Vater ist extrem besorgt. Sie können dann jetzt leider beim Kaiserschnitt nicht dabei sein, ja, weil es ein Notfall-Kaiserschnitt ist.
Kann man eine Ausnahme vielleicht machen? Wir holen sie gleich. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Das ist nicht so schön. Komm, ich kann mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es schlecht ist. Nee, komm. Holt mal jemand. Gibt ihr noch ein Küsschen? Ich bleib gerade bei Ihnen, dann gehen Sie durch. Kommen Sie mal mit zu mir. Kommen Sie mal mit zu mir. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Ihre Frau versorgt bekommen. Das ist alles gut, das glaube ich. Das war zu viel. Geht's Ihnen denn gut vom Kreislauf einigermaßen? Ich kann das alles irgendwie gar nicht fassen. Das glaube ich. Weil die Ärztin sagt, man hätte das wissen müssen und wir wussten von nichts. Das glaube ich wirklich. Sie schaffen das. Hätte unser Arzt auch alles sagen können, aber ich war wochenlang jetzt unterwegs. Und das glaube ich, das war jetzt wie ein Schock. Aber sie ist jetzt in besten Händen, wir kümmern uns um sie. Der 30-Jährige versteht die Welt nicht mehr. Seine Frau war noch am Vortag beim Gynäkologen und alles war in bester Ordnung. Dass sein Baby heute per Notkaiserschnitt geholt werden muss, trifft ihn wie ein Schlag. Während der Eingriff stattfindet, eilt Ärztin Christina Trautner zurück zu der gestressten BWL-Studentin. Die junge Frau wartet immer noch panisch auf das Ergebnis ihrer Blutanalyse, weil sie Angst hat, schwanger zu sein. Sind die Ergebnisse da? Meine Liebe, komm her. Wir gehen erstmal hier rein. Wir müssen erstmal auf die Werte warten. Ich muss das jetzt komm, wir müssen ja die Werte haben. Ich kann Ihnen ja nicht sagen, ohne Blutwerte. Komm, setzen Sie sich. Gucken Sie mal, die Schwester bringt, was ist das denn? Die ich gemacht habe. Ach, du ahnst es nicht. Was soll das denn sein? Die sind alle negativ, aber bei einem, da habe ich einen schwachen zweiten Strich gesehen. Nee, pass mal auf. Sie müssen immer wissen, wie man so einen Schwangerschaftstest abliest. Die Gynäkologin Christina Trautner erklärt der aufgelösten Studentin, dass sie die Vielzahl der Schwangerschaftstests ganz umsonst gemacht hat, weil sie bei der Anwendung geschludert hat und so widersprüchliche Ergebnisse erhielt. Ne? Und da haben sie es einmal richtig gemacht. Da haben sie einen Blödsinn gemacht. Ne? Na, ich so. Die also hiernach haben sie nicht. Ich jetzt um meinen Pflicht leisten. Ja, das glaube ich. Ich kann das auch verstehen. Aber ohne Werte. So, ja, jetzt haben wir endlich die Werte. Das hat wirklich so lange gedauert, weil wir hatten ja eben einen Notfall. Ne? Und deswegen. Ja, sie ist ja schon völlig verrückt. Na, sie sind nicht schwanger. Meine liebe Gute. So, jetzt ist aber die Frage: Sie verhüten nicht, ne? Nee, ich habe die Pille seit ein paar Monaten abgesetzt. Dann kann ich Ihnen auch erklären, warum das so ist. Wenn Sie Pille absetzen, es gibt das Wort, können Sie später mal nachlesen, Postpillamenorrhoe, nach dem Absetzen der Pille eine ausbleibende Periode. Ich erkläre das mal so, dass Sie das als Laie verstehen können. Sie können über die Pille immer einen Teil Hormone ins Blut geben und aus denen baut die Gebärmutter ja Blut auf. Ja. Ne? Ein Teil der Hormone kommt durch die Pille, den Teil, anderen Teil tun Sie obendrauf. Wenn Sie jetzt die Pille weglassen, dann erniedrigt sich ja dieser Hormonspiegel. Dann ist Ihre Gebärmutter beleidigt. So. Und dann kann das passieren, dass man bis zu 9 Monate, bis eine Schwangerschaftsdauer, keine Periode hat. Bei einem Schwangerschaftstest einen schwachen Strich gesehen. Weil Sie da zum ersten Mal bis nach oben den Urin drin hatten. Frau Sturm hatte extremen Stress durch eine bevorstehende Prüfung. Die hatte ihre Pille abgesetzt, was auch mit da reinspielte. Und war sich natürlich vollkommen unsicher, kann ich schwanger sein oder nicht. Und dadurch hat die sich noch mehr Stress gemacht und hat dadurch erst recht keine Periode bekommen. Und dann ist sie etwas von der Rolle hier angekommen. Die 22-Jährige kann erleichtert ihr Studium beenden. 2 Stunden später schaut Christina Trautner, wie es ihrer Notkaiserschnittpatientin geht. Um zu klären, wieso der Frau die Schwangerschaftskomplikationen im Vorfeld nicht bekannt waren, muss sie außerdem den Mutterpass sehen. Eine Angehörige ist damit bereits auf dem Weg. Wie geht's Ihnen denn? Sehen Sie mal, das haben wir auch noch nie erlebt, dass jemand zu einer Kreißsaalbesichtigung kommt. Also ist alles gut verlaufen. Und will dann gleich so entbunden werden. Ich saß jetzt die ganze Zeit hier. Ich wusste ja überhaupt nicht, was jetzt abgelaufen ist. Wie geht's denn dem Ihrem Papa? Ihrem Kind geht's gut. Wunderbar. Wunderbar, es ist einfach. Ach, hallo, was ist denn mit euch? Das ist jetzt Ihre Mutter? Ja. Ah, okay. Was ist passiert? Hallo. Ja. Oh mein Gott, was ist denn mit euch? Das ist eine lange Geschichte. Herzlichen Glückwunsch, Oma, ne? Bin ich Oma? Nein. Oh, ich hab den Mutterpass. Du hast mich hier angerufen. Was ist überhaupt passiert? Lass den mal haben. Entschuldigung, lass den mal haben. Oh mein Gott. Das ist ja alles gerade ein bisschen. Oh mein Gott. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Und wie fühlst du dich? Wir haben einen riesen Chaos gerade durchgemacht. Du kannst dir das echt nicht vorstellen. Das ist, haben wir noch nie erlebt, dass jemand zu einer Kreißsaalbesichtigung kommt und will dann gleich sein Kind per Notsektion bekommen. Erst nächste Woche. Aber ihre eben nur hier vorbeischauen, nachher schön essen gehen. Und was ist es denn überhaupt? Einen schönen Tag machen. Ihre Schwiegertochter hatte die Plazenta vor dem Geburtskanal liegen. Und jetzt hat so ein bisschen Wehentätigkeit begonnen. Dann hat die Plazenta sich begonnen zu lösen. Und das war eine lebensgefährliche Situation. Doch, sie hat das gewusst. Weil hier steht ja ganz klar drin, dass das eine Plazenta previa war.
Das wussten Sie doch sicherlich. Nein, das kann nicht sein, weil sonst hätte sie mir das ja gesagt. Denn ich meine, da hat man Ihnen doch in der Regel, wird doch da erklärt, was eine Plazenta Previa bedeutet. Im Mutterpass stand ganz klar und schon seit längerer Zeit drin, dass hier eine Plazenta Previa vorliegt, die natürlich nicht auf normalem Wege eine Entbindung ermöglichen kann oder konnte. Das heißt, die Patientin wusste schon seit längerer Zeit, was auf sie zukommt, nämlich ein Kaiserschnitt. Das heißt, Plazenta Previa totalis, das heißt, der Geburtskanal ist vollkommen zu. Das Kind hätte keine Chance gehabt, da durchzukommen. Das steht hier schwarz auf weiß drin. Unser Arzt hat das reingeschrieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste das ganze Zeit schon. Hast du mir denn nichts gesagt? Du hättest einfach anrufen müssen. Ich war immer erreichbar. Ich hatte einfach solche Angst gehabt, weil du ja auch immer so viel arbeiten bist und dass nachher irgendwas passiert und dann hast du nachher einen Unfall und dann bin ich nachher alleine mit dem Baby. Die Arbeit ist doch völlig unwichtig. Es geht um unser Kind. Du warst auch schon so lange arbeitslos. Vorwürfe sind aber jetzt auch nicht angekommen. So lange arbeitslos gewesen und dann hättest du nicht wieder keinen Job gehabt. Es geht um unser Kind. Ja, ich weiß, aber ich habe mir einfach solche Gedanken darum gemacht die ganze Zeit. So lieb von dir. Ich kann schon gut verstehen, dass Frau Fischer sich große Sorgen gemacht hat. Sie wollte nicht, dass ihr Mann sich um sie weiter Sorgen macht, weil ihr das wichtig war, dass er seinen Job weitermachen kann. Ich kann das schon sehr gut verstehen, aber in dem Fall hat sie wirklich einen großen Fehler begangen, weil die Situation wäre sonst richtig übel ausgegangen, wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht hier bei uns im Krankenhaus gewesen wäre. Darf ich denn kurz trotzdem mal unterbrechen und Ihnen mal sagen, was da für ein prachtvoller kleiner Kerl gekommen ist und Sie eine stolze Großmutter sein können und der Kleine auch gleich hierher kommt. Die 29-jährige Janina konnte das Krankenhaus zusammen mit ihrem Söhnchen Nils bereits nach 5 Tagen verlassen. Auch der frischgebackene Vater hat sich schnell von seinem Schock erholt. Der kleinen Familie geht es heute blendend und alle sind wohlauf. Die beiden Elternteile wollen in Zukunft immer ehrlich zueinander sein.